Das ist Anne. Anne ist begeisterte Doktorandin der Sozialwissenschaften, lebt in Berlin und hat eine tolle Forschungsidee, die sie gerne verwirklichen möchte. Für ihre Doktorarbeit hat sie geplant, qualitative Interviews in einem chilenischen Institut für angewandte Wissenschaft zu führen. Anne hat nur ein kleines Problem. Sie hat keine Ahnung, woher sie die Fördermittel für ihr Forschungsprojekt bekommen soll. Und die klassische Förderfinanzierung? Viel zu kompliziert, undurchsichtig und viel zu langwierig. Hier kommt Paolo ins Spiel. Paolo ist Professor an einer New Yorker Universität und würde Anne gerne dabei helfen, ihre Forschungsidee umzusetzen. Wäre es nicht toll, wenn Paolo Anne einfach und schnell dabei unterstützen könnte, ihre Forschungsidee zu verwirklichen? Und wäre es nicht super, wenn Anne mit einer Ergänzung zur klassischen Förderfinanzierung noch mehr Menschen für ihre wissenschaftliche Arbeit begeistern könnte? ScienceData ermöglicht genau das. ScienceData verbindet Wissenschaftler wie Anne mit Supportern wie Paolo in Deutschland und weltweit. ScienceData ist die deutsche Crowdfunding-Plattform für die Wissenschaft, für die Realisierung spannender Projekte. Mit ScienceData lassen sich sowohl Forschungsideen aus den Sozialwissenschaften als auch aus allen anderen Feldern wie Technik, Natur, Geisteswissenschaften und der Wissenschaftskommunikation an den Start bringen. Alles, was Anne machen muss, um ihre Forschungsidee auf den Weg zu bringen, ist auf www.sciencedata.de gehen, ein Projekt anzulegen und anzugeben, in welchem Zeitraum sie ihr Funding-Ziel erreichen will. Sie hat dann 3 Monate Zeit, ihre Fans und Supporter für ihr Projekt zu gewinnen und dann mit vielen Einzelbeträgen ihr Funding-Ziel zu erreichen. Anne kann ihr persönliches Netzwerk kontinuierlich ausbauen und hat die Möglichkeit, immer wieder wertvolles Feedback für ihre wissenschaftliche Arbeit zu bekommen, indem Supporter und Fans wie Paolo schon vor Projektstart Fragen an Anne stellen können. Als Dankeschön für seinen Support bekommt Paolo von Anne zum Beispiel nicht nur ein typisch chilenisches Rezept, sondern auch eine persönliche Postkarte. Hast auch du nun Lust bekommen, ein interessantes Dankeschön zu erhalten und zusammen mit Paolo Anne dabei zu unterstützen, ihre Idee zu verwirklichen? Oder möchtest du wie Anne dein eigenes Projekt auf ScienceData starten? Dann gehe jetzt auf www.sciencedata.de, klicke auf Projekt starten und starte durch!